Schafsmist statt Torf. Fluki Schiebdang Whisky, 3 Jahre, jetzt bei uns in der Review. Viel Spaß dabei. Tagchen, Tagchen. Der David. Hi, hi. Der Andi. Hallo. Ja, wie gesagt, wir sind mal wieder in Island. Zeit wird's. Ich bin sehr neugierig. Genau, der eine oder andere hat es vielleicht über die Zeit mitbekommen. David, ganz großer Fan von Floki. Und gerade von einem Floki, den es bis vor kurzem noch nur als Malt gab und noch gar nicht als Whisky. Ja, Young Malt, ne? Jetzt gibt's Young Malt, haben sie es genannt, genau. Ersten Dreijährigen. Genau, Floki, wir hatten es ganz kurz angeteasert, Schafsmist statt Torf, um es vorwegzunehmen, die meisten wissen es wahrscheinlich eh. Island hat nicht so viel Torf und traditionell aus der Not geboren hat man dann immer mit Schafsmist gedarrt, geräuchert, wie auch immer. Und wird noch heute, glaube ich, für einige Lebensmittel gemacht, für Fisch, Fleisch, Räuchern, wird viel Schafsmist benutzt, klingt komisch, ist aber halt so. Genau, das hat, Floki hat... oder die Einwerkbrennerei, Floki ist in dem Fall ja nur die Marke, hat einen nichtrauchigen Whisky, das ist dann halt einfach der Single Malt von denen mittlerweile. Den hatten wir schon mal in der Review, den blenden wir euch zum Schluss, glaube ich, auch noch mal mit ein. Ja. Und hat eben auch einen rauchigen und ja, wie gesagt, sie haben eigentlich alles gemacht, wie es in Schottland gemacht wird, nur sie haben halt Torf durch Schafsmist ersetzt. Und es gab von beiden bereits eine Variante, bevor sie halt Whisky waren, hatten wir gerade schon gesagt. Ja. Und... da ist David ganz großer Fan von der Schafsmist-Geschichte gewesen. Und jetzt haben wir hier noch eine Flasche aus dem ersten Barrel vor uns stehen. Barrel Number One, Flasche 57 in diesem Fall. Und das ist die Premiere. Ich halt das mal in die Kamera. Genau. Nennt sich ganz ausführlich gesagt Floki Schiebdank Smoked Reserve Icelandic Single Malt Whisky, 3 Years Old Single Cask Reserve, 47%. Ja, den haben wir, das ist eine geschlossene Flasche, wir haben uns davon ein Sämpelchen besorgt. Das haben wir uns hier gerade aufgeteilt. Ja. Und wir sind tatsächlich sehr gespannt. Wie gesagt, David, großer Fan. Ich so finde es interessant, aber es ist definitiv nichts, was ich mir zu Hause hinstellen muss. Ja. Zumindest der davor. Mal schauen, wie es bei dir ist. Ob ich jetzt von dem großer Fan bin, weiß ich auch noch nicht. Ne? Genau. Ich hatte ihn auch noch nicht im Glas, aber bin neugierig. Auf jeden Fall... waren die, die wir bisher probiert hatten, immer recht spannend, weil sie halt irgendwie anders waren. Und das mal irgendwie eine ganz neue Sichtweise auf die Möglichkeiten von Whisky geworfen hat. Also ich sag mal, bevor ich hier jetzt rangehe, also weil ich mich erinnere, so bei der ganzen Geschichte ohne die Rauchsachen, Quatsch, also bei der Variante vor den 3 Jahren, ja. Der Schiebdang, den habe ich so für mich in Erinnerung, du hast... er riecht halt nicht nach Stall oder sowas, nee. Fand ich. Also das attestiert man ihm immer, aber fand ich eigentlich bei der jungen Variante nicht so. Man riecht es aber ganz, ganz extrem am Getreide. Also wir hatten ja mal die Möglichkeit, an dem gemälzten Getreide zu riechen, an der gemälzten Gerste. Und das, die riecht schon wirklich nach Ziegen, Schaf, was auch immer, Stall. Ja. Aber so, ich sag mal, im Liquid nachher am Ende hat man das eigentlich nicht mehr. Ich glaube, wenn, dann ist das, bildet man sich das ein bisschen ein. Der war eher so ein bisschen heuig vielleicht. War so, ne? Genauso so feuchtgrasig, so ein bisschen. Ein bisschen Scheune vielleicht. Aber, ja, genau. Na gut, ja. Schauen wir uns den mal an. Gucken wir mal. Ja, gefärbt ist die ganze Geschichte nicht. Mit 47% kommt es in die Flasche. Und eigentlich sofort wieder das, was ich auch, was wir gerade schon gesagt haben, ja. Floki, dieses wirklich eher so feuchtes Gras, Heu ist gut, Wald. Ja, Wald, Waldboden. Und eigentlich gar nicht rauchig großartig, oder? So ganz, ganz leicht, aber... dezent, ja. Ist nicht dolle. Für mich hat es direkt den Geruch von so Bienenwachskerzen. Dieses wachsige, leicht Bienen. Stimmt. Ja. So auf Weihnachtsmärkten oder wenn man an so einem Stand vorbeiläuft, die Dinge verkaufen, ja, richtig. Ja, und jetzt kommt dieses tatsächlich wieder dieses Heustroh-Ding. Kommt da sehr doll durch. Ja, ich muss auch mal an eine Scheune denken, ne? So ein bisschen Holz, die alten Bretter, trockenes Heu. Ansonsten
Ja. Nicht wegen dem Whisky. Ansonsten süß. Weiß man bei dir nicht. Ansonsten süß, ja. Das Ganze. Der hält so ein bisschen Teeig auch. So Kamillentee oder sowas kalter. Stimmt, das klingt merkwürdig, aber ja. Wenn du den noch so ein bisschen zu lange hast ziehen lassen. Mhm. Spannend. Aber definitiv auch immer wirklich dieses Scheune-Stroh-Heuding dazwischen. Mhm. Also ja, wieder genau das Gleiche. Also spannend, interessant auf jeden Fall. Mal probieren? Unbedingt, ja. Tschüss. Prost. Danke. Das ist wirklich voll dieses Bienenwachsding, auch im Mund. Und wird aber so schokoladig im Mund. Und jetzt kommt auch so ein kleines bisschen Holz, Rauch und sowas kommt jetzt ein bisschen durch. Und es wird ein bisschen würziger. Ich habe da so Muskat oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Wird so leicht herb. Aber es ist umspielt von diesem Bienenwachs. Mhm. Ganz deutlich. Mal anmerken, was das für Fässer sind. Hm. Vielleicht gar nicht so irrelevant, weil der Young Malt, den wir auch schon mal irgendwann probiert hatten, nur noch nicht im Video, lag in Virgin Oak Fässern und war wohl angeblich sehr, sehr vanillebetont dadurch und sehr süß. Und der hier war quasi in einem ehemaligen Young Malt Fass für seine 3 Jahre. So quasi ein Second Fill. Also Virgin Oak und dann die zweite Befüllung, der hier. Wo das Holz für die Fässer herkommt, keine Ahnung. Also ich meine, Floki macht ja wirklich wahnsinnig viel alleine und setzt da so auf Tradition und Regionalität. Die Gerste kommt auch von der Insel, alles isländisch. Wächst dadurch auch massiv langsam und hat wenig Zucker durch die Temperaturbedingungen. Also braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Aber ich glaube nicht, dass es da wahnsinnig viel Eichwälder gibt, um Eichenfässer zu bauen. Oder Wälder überhaupt. Ja, da haben sie früher alles ein bisschen abgeholzt, ne, als es besiedelt wurde. Man kriegt so eine auch nochmal so eine Lakritze, finde ich, rein, so ein bisschen was Anis. Also er wird auf jeden Fall sehr würzig am Gaumen, kriegt so eine Holznote, Rauch ist dezent, finde ich. Also ja, er ist dann da, in der Nase habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt. Am Gaumen ist er schon da, aber das ist dezenter, als ich es erwartet habe. Mhm. Und es bleibt tatsächlich dieses, ja, weiß ich nicht, ja, wie du schon sagst, definitiv dieses Bienenwachskerze-Bauernhof-Ding. Ja. So mit Heu, Stroh. So, wie gesagt, ja, feuchtes Holz, so ein bisschen. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Winterzeit bei meinen Großeltern damals. Die hatten auch so einen kleinen Bauernhof und da war halt auch überall Stroh und sie hatten Hühner und eine Scheune und Bienenwachskerzen waren auch immer da, wenn dann Kerzen da waren. Und dieser Geruch, der transportiert mich da gerade echt hin. Das ist cool. Und hat, dann kommt, ich finde, ich hatte aber auch so was Schokoladiges. Riecht auch so eine leichte Schärfe. Wie vielleicht mit dieses, könnte so eine. Das ist vielleicht das, was ich mit Muskat meine. Ich wollte gerade sagen, das könnte diese so was Muskatschärfe, so eine Muskatschärfe sein, tatsächlich. Mhm. Fiel mir auch gerade ein, dass du vorhin Muskat gesagt hattest. Spannend. Hast und du den Single Malt, den normalen, quasi ohne Schiebtang, noch in der Nase, im Gaumen, im Kopf? Irgendwie? Ich würde sagen, ja. Und ich würde sagen, er hat mich zumindest in der Nase sehr an das hier erinnert. Hm. Gaumen weiß ich nicht mehr, aber ich habe vorhin, als ich gerochen habe, gedacht, also wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich vermutet, wir haben die falsche Flasche reingemacht. Hm. Aber jetzt am Gaumen hat der dann auf jeden Fall. Also ich weiß noch, dass wir da auch viel von Kaffee gesprochen haben bei dem. Bei dem nicht und ich, so. Das habe ich bei dem jetzt ja auch gar nicht, also das ist eine ganz eigenständige Angelegenheit. Spannend. Also das entwickelt sich echt weiter. Schöner Step nach vorne. Gefällt mir gut.
Ja. Erstaunlicherweise. Also ich habe es ja vorhin kurz gesagt, ich bin ja von den ersten Sachen nicht so der Superfan, außer dass ich es interessant finde. Den finde ich jetzt wirklich tatsächlich lecker. Also dieses, er ist auch weich insgesamt, finde ich. Also er trinkt sich auch schön entspannt, das finde ich bei sowas gut. Mhm. Das Schokoladige gefällt mir gut, diese Bienenwachsnummer finde ich auch sehr interessant und dann halt dieses, ja wie gesagt, dieser Bauernhof-Smell, der da irgendwie so mit drin hängt. Aber wie gesagt, nicht dieses Stall-Ding. Also es ist nicht so ein Stall, weder in der Nase noch auf dem Gaumen. Hm. Keine Ahnung, wie Stall schmeckt. Das ist es wirklich nicht, sondern es sind wirklich eher diese heufeuchtes Gras-Geschichten. Und ich finde es tatsächlich lecker. Hätte ich nicht gedacht. Halber Liter kostet, glaube ich, so Pi mal Daumen 65, 70 ja, Euro, wenn man den bekommt. 65, 60, 70 Euro Bereich, genau. Klar. Immer noch stolz. Ist immer noch stolz. Aber kleine Auflagen, jetzt hier in dem Fall Barrel Nummer 1, handnummeriert und so, ist halt auch alles schicki. Der wird wahrscheinlich auch mit der Zeit, wenn sie mehr produzieren, im Preis sicherlich vermutlich ein bisschen nach unten gehen. Gucken wir mal. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine Flasche, die ich mir ins Regal stellen werde, mhm, weil ich finde den super lecker. Wie gesagt, erstaunlicherweise finde ich es auch gut. Halt logischerweise, wie die davor, absolut nicht vergleichbar mit dem schottischen oder irischen Whisky. Das ist halt was wirklich ganz anderes von den Aromen her. Und ja, schon alle. Ich lehne mich auch so weit aus dem Fenster, hätte ich blind erkannt als Loki. Ja. Ohne Probleme, weil das ist super eigen. Und deswegen, wenn man jetzt zu dogmatisch im schottischen, irischen Bereich unterwegs ist, wird das nichts sein. Dann wird es nichts sein, aber ja. Wenn man Bock hat auf ein bisschen was anderes, ein bisschen was Experimentelles, ist es sowieso eigentlich egal, wie es am Ende schmeckt, dann kann man alles mal probieren. Richtig. Aber ich finde hier, das schmeckt mir sogar gut. Also da bin ich überrascht. Cool. Cooles Ding. Ich bin gespannt, was da noch so kommt von Floki. Ich habe das Gefühl, da geht noch was. Stimmt. No. Ja. Wenn ihr schon Erfahrungen mit Floki gesammelt habt, mit den Young Malts oder jetzt halt auch mit den echt richtigen Whiskys, schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare, interessiert uns. Und ja, ansonsten. Wir blenden euch jetzt noch ein bisschen Musik ein und den Floki Single Malt ohne Schafsmist. Genau. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Sagen bis bald. Freuen uns über ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, cool. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.